Ernsthaft? Warum gibt es immer so ein Problem, wenn ich nach Hause komme? Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Wenn wir zusammenhalten, haben wir ihn. Jesse! Wahrscheinlich hätte ich mich einfach reinschleichen sollen mit irgendwelchen Mönchen oder dergleichen. Und ich habe jetzt gerade keine Zeit, auf euren Angriff zu warten. Deswegen mache ich das Ganze mal freihand. Wo? Wo? Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Ja, ich spüre einen gewissen Dunst. Was zum Geier ist denn hier los? Ich verstehe nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Los, los! Na, hätte gut gehen können. Okay, damit rechnen die nie. Okay, Aufstände, warum nicht? Ich habe traditionelle. Ja, heil mich einmal. Wenn du schon mal dabei bist, ich bräuchte mal wieder einen ganzen Apothekenbeutel. Dankeschön. Möge das Wohlbefinden immer auf eurer Seite. Ja, natürlich, solange ich dich dafür bezahle. Du solltest eigentlich nur hier auf die Balken springen, danke. Oh, ich habe das Gefühl, den Balkon hier habe ich schon leer geräumt. Meine Stadt, meine Regeln. War mein Heuhaufen. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Nein, mein Vater sah ihn vor Jahren in San Gimignano. Sicher, sicher. Wenn ihr es sagt. Seid gewahrt, Le. Misericordia, bitte, tötet mich nicht. Bist du nicht die dumme Schlampe, wegen der meine Schwester ihren Verlobten verloren hat? Machiavelli, was hast du hier schon wieder angestellt? Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Ja, verdammt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Ich sehe, du hast dazugelernt. Dein Schritt ist weitaus schneller geworden. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Hier lang. Na dann, folgt mir. Wir werden mal eben ein bisschen erkunden gehen. Mach ihn fertig! Da ist er! Nieder mit dir!
Du stehst im Weg. Ich muss hier verschwinden. Schnell. Ich muss nach. Oh, Elend. Oh, Hilfe. Ich muss verschwinden. Los, weiter, Machiavelli. Kommt, Freunde, schaut euch unter sich mal. Gott erbarme dich dieses schwarzen Schafes. Segway, ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Gut. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Luigi, der Fisch im Haus San Marco möchte, dass es die ganze Stadt erfährt. Alle Lieutenants von Savonarola töten. Okay, aber erstmal kurz umsehen. Ja, lass mich damit in Ruhe. Ich muss mir hier nämlich erstmal einen Überblick verschaffen. Ihr kennt das Spiel. Oh nein. Sie hat schon wieder Gold. Wir sind zu langsam. Mein Volk verhört man. Was zum Teufel? Ich bin auch total überrascht, dass du nicht deine Kiste hast fallen lassen. Weil normalerweise tut ihr das, weil ihr einfach nichts drauf habt. So, mal gucken, wie viele das jetzt sein werden. So, einmal zentrieren und rauf geht's. Ach ja, Florenz, deine Türme sind so einfach zu besteigen. So unkompliziert. Na, dann mal sehen, was wir vor uns haben. Nein! Da war doch der scheiß Rosenhaufen. Mist. Na egal. Muss auch mal passieren, so ein Blödsinn. Das ist cool genug. Wir können das ab. So, wie viele Türme habe ich hier noch? 1, 2, 3, 4, 5. Na dann. Ich muss gerade mal ein bisschen planen. Okay, ich gehe einfach hier die Runde rum und dann gehe ich hier die Runde rum und dann komme ich hier wieder zurück und mache die ganzen Leute alle, die hier noch zu dem Typen gehören. Und los. Ach toll. Hier haben wir wieder so einen verdammten Blütenhaufen. Wegen der schlechten Getreideernte dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder zwei mehr türkische... Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Keine Ahnung, wenn Frau Sforza bitte sagt zum Beispiel, kann sowas passieren. So viel Grün und Blau habe ich schon lange nicht mehr in einem Bild gesehen in diesem Spiel. Ah. Ein kooperativer Heuhaufen, also Blütenhaufen in dem Fall eher.
Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Hey, seid ihr nicht irgendwie cool und so? Weitermachen. Wie macht er das? Runter, runter oder stirb! Stirb oder fresse. Doch. Seid euch sicher, dass es hier keinen Ort mehr gibt, den ich mir irgendwie mal angucken kann? Von wegen irgendwie, na ihr wisst schon. Geheimes Zeug oder so? Nein? Das ist wirklich hier irgendwo in der Toskana, in diesem einen verdammten Ding? Fehlender Eintrag, ja, den muss ich mir noch angucken, wo der ist. Ganz schön instabil hier auf einmal alles. Ernsthaft, mir gefällt das Panorama im Moment. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich vorher noch mal schnell in die Toskana renne und dieses letzte Ding suche, bevor ich hier den Rest mache. Weil ich eigentlich keine Lust mehr habe, das nach Storyende noch zu machen und wir trotzdem dieses Ding aber sehen wollen, damit die ganzen Rätsel nicht umsonst gestresst wurden. Ach scheiße, da wurde ich wohl gesehen. Ups. Hey Leute, sind aber viele von euch unterwegs. Dürfte ich mal vorbei? Ja, danke. Jetzt aber hoch hier, bevor die anfangen mit Steinen zu werfen. Das machen die auch sehr gerne. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Weißt du, wenn du gar keinen Tod versprechen würdest, dann würde ich vielleicht mitmachen, aber so doch nicht. Kann man wer den Dieb aufhalten? Ich meine, zu irgendwas müsst ihr doch mal da sein, ihr Wachen. Synchro. Und weiter. Wer ist da? Der Mythos? Da ist er! Das würde ich nicht machen. Er wird bei Kopf, bitte verschwinden. Ihr seid ganz schön massig heute hier. Okay, hier komme ich offenbar nicht hoch. Mein Fehler. Hübsche Bäumchen. Du darfst ruhig weiter. Du willst nicht, ich sehe schon. Na dann hier rauf. Der Vorletzte steht uns bevor. Ihr dürft hier nicht sein. Geht! Ich bin doch schon weg. Hast mich doch eben runterfallen sehen. Jetzt runter hier! Runter! Oder ich schieße! Was machst du hier oben? Geh! Runter hier! Oh, jetzt seid ihr alle nervig.
hoch, bevor er auf die Idee kommt zu schießen. Da, auf ihn! Und das letzte Stückchen. Hier kommst du nicht durch. Ah, bin ich schon. Das war wieder die schnelle Sorte, oder? Ja, es war die schnelle Sorte. Hier endet die Straße für dich. Ja, dann gehe ich halt die Wand hinauf. Wie lange kannst du weiterlaufen, hä? Naja, so lange bis ihr keinen Bock mehr habt, mir hinterher zu kommen. Manchmal bin ich mir nicht mehr sicher, was mein Gesuchtstatus ist. Aktuell scheint ich alles zu sein. Sagte er und gab auf. So,